So, willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Hier haben wir ja beim letzten Mal aufgehört. Wir sind ja Erforscher. Ich soll schon sagen, Deployer. Explorer. Explorer sind wir. Windows Explorer. Und ja, wir werden ja ein paar. Oh, eine Dartscheibe. The Clover 4. Wer kennt sie nicht? Sonst noch jemand Ja, Hunger? ich auch. Ja? The Hey, Bash. Leute, wir machen einen Punkt und Pause. Oh, hier liegt Munition. Also kann ich. So. Oh, ich höre schon wieder die Hunde. Du machst mir Angst. Oh, Pillen. Wir wollen Pillen, Pillen. Pillen, Pillen. So, was haben wir hier? Walk away. Cocktails. Geil, gibt's eine Cocktailbar? Hallo, ich hätte gern einen Cocktail. Na, wie das hier aussieht, möchte ich doch lieber keinen Cocktail. Ja, Werkzeugteile. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Tequila. Okay. Das Klo war auch schon mal sauberer. War denn hier noch irgendwas? Ich muss mal kurz gucken. Okay, das ist das. Dann gehen wir mal nach oben. Ab ins Schlafzimmer. So, hier war einer aber ganz schöner Fan von 4 AM. Ich hab's schon wieder vergessen, wie die hießen. Keine Ahnung. Oh, hier liegt ein Comic. Da ist noch einer. Seven Starlight. Genau, umdrehen. Botenteilchen. Der erste Test von Daniels. 0-Punkt-Sprungantrieb war ein Erfolg, doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 Stunden später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden. So begann die Botschaft. Klingt ja spannend. So, hier haben wir noch was. Oh, hier haben wir noch eine Schublade. Mit Munition. Und ein Zettel. Überlebenden-Notiz. So, eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen, und eine Horde der Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Ah, das war dort, wo wir rausgekommen sind, wo dann draußen dran stand, do not enter, hier, Monster inside oder irgendwo sowas stand da. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was da drauf stand. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben, aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu guten fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben für sie. Ich. Da ist wieder unser Ich. Der scheint ja wohl ein bisschen länger überlebt haben. Vielleicht hat er auch überlebt. Vielleicht ist er in der Quarantänezone irgendwo. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. One way. One way ticket. One way ticket. One way ticket. Bruce Lee. Mein Gott. Oh, hier haben wir wieder ein Shave. Das heißt hier irgendwo. Okay. Irgendwo wird hier eine Notiz lagern, wo der Code versteckt. Wahrscheinlich nicht im selben Zimmer. Was haben wir hier? Streichhölzer. Okay, doch im selben Haus. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Das ist doch im selben Haus. 8, 21, 36.
Oh ja, lesen. Da kann ich jetzt viel lesen. Ja. So, oh, Entschuldigung. Huch, da haben wir ja ein paar Pfeilchen. Da haben wir einen Lappen. Oh, ein alter Kassettenrekorder. Sowas hatte ich auch früher. Damit habe ich mal Raubkopien früher gemacht. Mit, so mit Kassette aufnehmen und umdrehen. Und wenn man dann immer so ein bisschen Theater hatte, dann hat man vom Bruder oder von der Schwester einfach die Kassette genommen und so rausgepult, so dieses Band. Gab dann immer richtig schön Theater zu Hause. So, wo war... Achso. Hey, hier. Ah, hier war der Safe, ne? Ja. Was ist das? Hm? Was? Hey, Sam! Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Oh. Verdammt! Du bist dran. Okay. Cool. Nur werfen? Ja. Wasch. Wie geil ist das denn? Ein Naturtalent. Glück? Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Hauptsache, sie haben ihren Spaß nicht verloren. Das ist wichtig. Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. So, da haben wir das. Die laufen manchmal irgendwie so komisch seit neuestem. Warum auch immer. Irgendwie so robotermäßig und dann bleiben die auf einmal auf der Stelle stehen. Wo war denn jetzt nochmal dieser Safe? War das jetzt hier der Raum? Ah ja, hier. Yay. Geil. Nehmen wir doch mit. Nehmen wir mit. Haben wir eigentlich alles schon nachgeladen, großartig. Was wir nachladen. Ich werde mal eben auf den Revolver wechseln. Der ist auch voll. Können wir irgendwas verbessern? Ja, wir könnten jetzt hier Fertigungsteil Heiltempo. Ich glaube, das Heiltempo mache ich mal. Weil dann geht das doch ein bisschen zügiger. Kann nicht verkehrt sein. Maximale Gesundheit brauchen wir 100. Da müssen wir doch noch ein bisschen sparen für demnächst. Aber jetzt haben wir wenigstens schon mal den Safe auch geöffnet und können jetzt weitergehen. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier gucken, was hier auf uns wartet. Da ist ein Garten. Waren wir da schon im Garten drin? Nein, wahrscheinlich nicht. Haben wir eigentlich eine Flasche oder sowas? Nee, Ziegelstein werde ich mal mitnehmen. So, hier ist aber nichts. Hier ist nur ein Spielplatz. Da ist auch wieder ein Ziegelstein. Da ist... Oh, ein Dreirad. Darf ich damit fahren? Fireflies waren hier. Ja, sieht ganz so aus. Nur noch 15. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei, ha? Klingt nach einem guten Plan, Mann. Aber wo ging es denn jetzt nochmal weiter? Habe ich so eine schwache Orientierung habe ich ja sowieso nie gehabt. Werde ich auch nicht. Ach ja, hier glaube ich ging es weiter. Ja. Barbecue. Fahrrad. Nur noch 10 Tage bis zu deinem neuen Fahrrad. Diese Werbung, die geben mir so auf den Senkel. Oh nein. Ich habe schon wieder so ein böses Erwachen im Hinterkopf. Oh nein. Aua. Ich hab mich sogar jetzt selber erschrocken. Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Ja, Oh! What? Fick dich, Alter! Ich fahr hinterm Auto! Fick dich! Bist du bescheuert? Ja, toll, super. Oh, das geht schon wesentlich schneller mit dem Heilen. So, toll, jetzt habe ich extra mit ihm.
Affen habe ich jetzt ein Medikament. Du musst sterben, du musst sterben. Ich kann mich entsinnen, dass ich auf der Dreier hier sowas von geflucht habe. Aua! Mann! Weil ich weiß, das ist nicht nur der da oben. Oh, triff mich doch. Wow. Was ist los? Bäm, ab. Da ist das geil. Usa. Oh, scheiße, ich habe ja gar keinen... Ah, ich weiß, in Dings habe ich Lauschmodus benutzt, das weiß ich. Natürlich hilft's. Solange ich dir aus dem Weg gehe, du Affe. So, können wir uns mal oben umsehen. Spannend hier bei The Last of Us. Sehr, sehr spannend. Die Musik ist auch gerade wieder sehr, sehr schön. Immer passend zum aktuellen Thema. So, wir sind eigentlich relativ gut ausgerüstet. Ich glaube, ich kann ihn von hier auch, glaube ich, nicht irgendwie treffen. Wo sitzt der denn? Da hinten sitzt der Drecksack. Nee, ich kann ihn von hier aus nicht treffen. Gab es hier auch Hunde? Ich weiß es gar nicht. Nee, von Hunden wurde ich nie angegriffen. Also ich kann mich schlecht entsinnen. What the fuck? Hallo? Okay, machen wir das Ganze nochmal von vorne. Das lief ja anders als gedacht. Aua! So, wie habe ich das denn nochmal gelöst gehabt? Was habt ihr hier zu tun? Aua! Alter, hör mal! Alter! Fick dich! Sag mal! Geht's dir noch gut oder was? Toll! Darf ich schon wieder Medipack verwenden, ey? Mann! Gegner können dich schlechter treffen, wenn du wegrennst. Ja, schön! Summ! Mann! Ich sag ja, Leute, ich hab diesen Abschnitt, den habe ich verflucht. Den hab ich verflucht. Da habe ich so gekotzt und es wird, glaube ich, diesmal auch so sein. Weil das die beschissenste Stelle im ganzen Spiel ist. Ich meine, da gibt's. Wer hat schlimmere, obwohl nachher da dieses Tunnelabschnitt. Nee, das ist schon der schlimmste Abschnitt, meiner Meinung nach. So, ich weiß, dass hier Gegner rumlaufen hier unten. Du trittst verboten, Mann! Ach, halt die Fresse da oben, du Spasti. So. Ich werde mal eben ein Medikit herstellen. Ganz schnell, dann haben wir das. So. Genau, da unten weiß ich, dass jetzt da Gegner sind. Das weiß ich einfach. Das habe ich im Urin. Oder war das erst, wenn ich in die Bude... Ah, nee, erst, wenn ich in die Bude reingehe. Ja, so war das. Ja. Sind im Haus und dann kommen die... Ja, und dann kommen die rum. Ja, genau, so war das. Ja. Wow. Aua. Dann mal los. Wow. Ha. Fick dich. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Guck. Natürlich, ich schieße ihn in den Kopf und er stirbt nicht. Was ist das denn für eine Logik? Logik. Ja, komm her. Kriegst direkt ein auf die Presse. So, wo ist er hier, der Spasti? Hallo? Aua. Ich habe mich ganz vergessen. Ja, stimmt, da ist ja einer mit Mollo. Ich dachte, ich hasse dieses Level, diesen Bereich. Ich hasse diesen Bereich. Ich könnte so kotzen. Meine Fresse, ey. Wow. Du bist tot, Arsch. So schießt man den Pisser. So. Alter, schräg mich doch nicht so. Alter, dir fehlt da was. Du hast da kein Bein mehr. Da ist der Molotow-Mann.
Pengel, die kommen! Ja, der Molotow-Mann! Komm her, Molotow-Mann! Komm her, Molotow-Mann! Komm, zeig dich! Zeig dich, Molotow-Mann! Sag mal! Alter! Wir müssen auch so ein bisschen die Ruhe bewahren dürfen. Hallo, Kuckuck! Bäm! Wo ist der Molotow-Mann? Molotow-Mann! Ah, der steht, der sitzt noch da, okay. Molotow-Mann sitzt noch da, aber der ist weg, ne? Der ist weg, der ist definitiv. Der ist definitiv weg. Was? Achso, huch, hoppala. Hier, das mache ich mit dir, wenn ich. Ich weiß, wo ihr seid! Oh, oh, oh. Geil! Jawohl! Brennen! Brennen! So, jetzt muss ich trotzdem nochmal Medikit nehmen, weil sonst schaffe ich es nicht. Ja, gut, die ersten Part haben wir schon mal. Haben wir schon mal schön erledigt. Dahin, wo ihr hergekommen seid! Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen auf den da oben, weil der haut ganz schön rein mit seiner Flinte. Ah, ich sehe ihn da oben. Ich sehe ihn. Ihr habt es ja gesehen, das kann ganz schnell gehen, kann das? Ist hier, ach, da ist noch ein Treppenaufgang, ne? Genau, wir wollen es hier doch noch mal ein bisschen fuck. Mann, scheiße. Mann, shit. Weil ich weiß, hier könnte man vielleicht doch noch was finden, was interessant sein könnte, so was wir brauchen. Oder auch nicht. Weil ich totalen Bullshit erzähle. Mann, das gibt's doch gar nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Will er mich verarschen oder was? Sag mal. Ich muss echt ein Medikit nochmal nehmen, ey, sonst. Und das wird nicht einfacher. Toll, jetzt habe ich kein Medikit mehr. Ey, das ist so asozial. So, wie war das jetzt nochmal gewesen? Hier kamen auch, glaube ich, welche. Die patrouillierten hier rum dann. Ein wenig. Das weiß ich noch. Da kann ich mich nicht mehr entsinnen, dass hier welche rumpatrouillieren. Da oben schimmelt der Kollege. Mit seinem Gewehr da. Wie hat der denn jetzt geschossen? Lol. Der kann einfach mal um die Ecke schießen. Der zielt zwar nach rechts jetzt, aber. Da kommen sie. So, Nummer 1 ist weg. Fehlt nur noch Nummer 2. Zeig dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Ach, weißt du was? Wow. Wo ist er denn? Hallo. Der war doch da. Da ist er. So, dann werden wir mal die Shorty auswählen. Wow, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Wir haben keine Lebensenergie. Oh, jetzt ein Schuss und wir sind weg. Ein Schuss und wir sind weg. Ja. Ein Schuss und wir sind weg. Aber es wäre schön, wenn wir hier vielleicht irgendwie so Lebensenergie finden könnten. Irgendwie so einen Snack oder sowas. Nein, wir haben nur Hilfsmittel zu verbessern. Oh nein.
Da unten war einer, da unten war einer, da unten war einer, da unten war einer. So. Oh, ich brauche doch irgendwas nur. Mann, gibt's denn nicht irgendwie so einen Snack oder sowas? Mann, das gibt's doch gar nicht. Sind wir von hier gekommen? Oh nein! 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 Jetzt müssen wir die ganze Kacke von vorne machen. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Das. Ah ne, doch nicht. Haben wir denn wenigstens noch ein Medikit? Oh, hier haben wir noch zwei Medikits, Gott sei Dank. Werden wir eben eins nehmen. Oh, ich dachte. Oh, Gott sei Dank. Oh, wenn ich jetzt überlege, der Ultra-Modus, da dieser Hardcore-Schwierigkeitsgrad, wo die Speicherpunkte noch weit auseinander sind. Oh, da könnte ich ja so furzen. Und? Wo wolltet ihr nochmal hin? Und? Wo wolltet ihr nochmal hin? Ich sag dir, wo ich hin will. Ich kann euch immer noch sehen. So, müssen wir mal gucken. Oh, da liegt was auf dem Tisch. Sehe ich das richtig? Klebeband! Aua! Mann! Ja, fick dich, Alter! Fick dich! Nie im Leben! Nie im Leben! Fick dich, Alter! Fick dich! Nie im Leben! Hallo, 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 hallo. Aus dem Fenster gucken verboten, Mann. Hat er das jetzt wirklich gesagt oder habe ich mir das nur eingebildet? So, ich werde jetzt mal Medipack nehmen. Das muss ja mal hier, ey. Das kann doch nicht sein. Dass ich so verkacke jetzt gerade. Der soll mal schießen, da kann ich rausrennen. Hallo. Schieß. Also, geht doch. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Hier drüben. Ja, komm her. Komm. Bam. So viel her. Okay. Alter, wir haben keine Munition mehr gleich. Oh, da liegt aber noch was. Verdammt nochmal, wo bist du? Wo ist der Typ? Ja! Da stirbst du, weiter stirbst du, da kackst du ab. Mein Gott, in der nächsten Folge müssen wir erstmal Ressourcen sammeln, Munition sammeln, mal so schön vorbereitet alles. Ich wusste schon, warum ich von Anfang an gesammelt habe. Ich wusste schon, warum. Ich weiß schon, warum ich sowas mache. In so Survival Games, da ist das nun mal so, dass man halt nicht viel hat. Ach stimmt, wir sind vorhin hier einmal im Kreis gelaufen. Ja, ich entsinne mich. Ich entsinne mich, dass da was war. Ah, hier lag aber auch nichts drin, ey. Das ist so ein Riesenhaus. Da könnte man ruhig mal was reingelegt haben. Aber nein, Naughty Dog sagt, nein, nein, nein. Du gehst da nur mal gucken. Für umsonst. Ach, nee. So, jetzt sind wir auf der Etage von dem Scharfschützen. Der natürlich nicht mehr am Fenster steht. Welch ein Zufall. Ja, nee, ist klar. Stirb! 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 Ich glaube, Joel ist sauer. Ja. Ja! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bam! Bam! So. Ah, da hinten ist noch einer. Verdammt.
Wo ist denn der eine hier? Ach, da. Wo kommen die denn alle her auf einmal? Hallo? Was, Ding? Was? Ach, da im Haus. So. Du bist tot, Arschloch. Ja, du auch. Und niemand ist hier Arschloch. Mein Gott, habe ich ein schlechtes Aiming gerade. So. Da steht noch einer. Mein Gott, ich habe ihn noch nicht. So, stirb! Stirb! So. Oh oh. Oh nein, der Wagen kommt. 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 Wie? Wow, 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 wow. So. Mein Gott, zeig dir mit deinem scheiß Dreckskopf da. Gibt's doch nicht. So, bam, das hätten wir. Ich frage mich, wie viel Joel hat. Das scheint ja jede Menge zu haben. Ist da einer? Kundschaft? Kundschaft. So, den hätten wir auch. Ah, das mit dem Wagen ist blöd. Ja, steig aus. Ja, steig aus. Ich hab dich im Visier. Hallo. Hallo? Steig aus. Was machen wir denn jetzt? Schade. Ah, oh, komm her. Ja. Brenn, du Sau. Brenn, du Sau. Scheiße. Oh, das war heftig. Auf jeden Fall. Okay, Sam. Ja, bin okay. Los. Danke, Joel. Yo. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Geschafft. Würde ich auch sagen. Und wie es jetzt hier weitergeht, es bleibt spannend. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Mir läuft die Zeit weg. Ihr wisst, ja. Ich würde sagen, wir machen es, wie gesagt, hier beim nächsten Mal weiter. Also, bis zum nächsten. Bis demnächst. Tschüss.